Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Escapist. Gleich vorweg, heute und morgen werden keine spannenden Parts, genauso auch Freitag. Ich bin etwas ausgelaucht. Theoretisch würde ich gerne mal wieder eine Woche Pause machen vom Aufnehmen. Oder ich überlege sogar ganz und gar dieses Projekt erstmal auf Eis zu legen. Keine Sorge, ich werde es weiterführen. Also es wird da nicht komplett weg sein. Es wird nur für einige Zeit, bis ich wieder hierfür frische Energie habe, erstmal weg sein. Das Gefängnis hier werde ich aber dennoch vorher abschießen. Also bevor ihr jetzt denkt, okay, dann macht er das Gefängnis jetzt nicht mehr fertig oder wie. Doch, dieses Gefängnis schließe ich noch komplett ab. Will ich noch komplett fertig haben. Und dann würde ich das erstmal auf Eis legen, das Projekt. Selbst wenn es mitten in der Woche ist zum Beispiel. Denn ich würde gerne ein Projekt quasi remastern, Let's Playen, erneut Let's Playen oder neu aufnehmen. Oder wie man es auch noch sagen möchte. Ich muss mich nur mal schlau machen, weil es handelt sich hierbei um Tony Hawk Pro Skater 2, was ich für die PS1 besitze. Würde das theoretisch mir bei drei Möglichkeiten suchen. Möglichkeit 1. Ich suche mir einen Emulator für die PS1, so wie das Spiel für den Emulator. Wenn nicht sogar vielleicht die CD einfach ganz normal funktioniert. Also ich weiß, dass einige Emulationen CDs unterstützen von der Konsolenversion. Ob der Emulator, den ich dann nutzen täte, auch das tut, weiß ich nicht. Deswegen ganz vorsichtig gesagt, versuche ich es halt erstmal mit der CD. Sollte das nicht möglich sein, suche ich mir das Spiel natürlich für den Emulator. Sollte die hingegen keinerlei Version vorhanden sein oder so, komme ich zu Punkt 2. Ich muss gucken, dass ich mir dann entweder, ja, wie soll ich sagen, es irgendwie anders hole, also sprich für PC als Download-Titel irgendwo kaufe, oder ich es irgendwo legitim erhalte auf einer Seite, wo ich dann auch direkt von der Seite runterladen kann. Wo ich dann auch zu den nächsten Problematen komme, weil die PC-Version natürlich nicht gerade so komfortabel ist und leider Gottes Controller-Inputs beim PC schnell mal gefressen werden, tatsächlich. Ja, so ist das einfach. So, Möglichkeit 3, die ich dann noch hätte. Ich müsste mir von jemandem eine Capture-Karte ausleihen. Müsste mich halt mal schlau fragen in meinem näheren Umfeld, ob mir jemand eine Capture-Karte leihen kann. Also eine externe, keine interne. Damit ich das aufnehmen kann. Ach ja, warte mal. Es läuft hier gerade jemand längs. Gerade hat er doch noch einen. Hat er nicht eben gerade noch einen Donut gehabt? Ah, Moment, ich habe eine Idee. Nee. Das war doch eben noch ein Donut. Das habe ich doch gesehen. Haben wir gerade die magische Kraft von K.O. da liegen und dann wechselt sich das Essen gesehen? Naja, jedenfalls werde ich gleich nochmal gucken, dass ich mir einen Donut dann woanders herhole. Weil ich wollte ja nochmal gucken, was die Energie am schnellsten auflädt, weil ich habe gesehen, Leute, bevor mir jetzt sagt, ey, du warst auch richtig blöd beim Ausbruchversuch. Du hattest ja voll die Energieleiste auf fast 90%. Also ich war, glaube ich, bei 87% oder so. Auf fast 90%. Und damit bricht man einfach nicht so einfach aus. Da guckt man lieber, dass man irgendwie was Energiebringendes hat. Ey, das ist doch jetzt Verarscher. Der hat mich doch gar nicht mehr gesehen. Der ist doch weggegangen. Krieg eine Krise, okay. Ja, wie gesagt, gucke ich gleich nach dem Donut. Ich muss halt gucken, was es am meisten bringt. Weil, ganz kurz, ihr könnt das Demo-Overlay hier ruhig kurz sehen. Ist ja eh alles Pseudonyme. Zum Großteil. Genau, ich brauche mal kurz den Webbrowser. Wenn ich mich The Escapist Escape S. Ach Quatsch. Escapist so. Und dann Food suche. Komme ich zwar beim Wikipedia raus. Aber zum Beispiel hier. Bananas. Habe ich hier einfach nicht.
So, Bar of Chocolate. So, jetzt sehe ich hier zwar, okay. Schön gut. Es gibt Schokolade. Ne? Feeding by 15 Points, you can give God. So. Das heißt, schön gut. Ich weiß, dass ich 15 Punkte habe. Was ich aber dann sehe hier, Cup of Molten Chocolate. Und hier steht dann halt nichts mehr, habe ich das Gefühl. Also ich sehe hier keinen Wert. Also von wegen, ja, ja, okay. Steht hier aber ich sehe halt nicht. Wie soll ich sagen? Ne? One-Shot K.O. Ach, Moment, das ist ein Angriffs-Item. Deswegen nicht. Moment, das ist. Warum ist das ein Angriffs-Item? Gut, damit kann ich auf jeden Fall jemanden ausnocken. Gut, dann habe ich es jetzt kapiert. Sorry. Mango habe ich auch nicht. Burrito? Habe ich auch nicht. Also ihr seht schon, was Essen anbetrifft, ist halt echt wenig vertreten. Aber Schokolade ist anscheinend wirklich das Sinnigste, wo ich dann auch sagen muss, okay, da muss ich dann mindestens eine mitnehmen. Ich kann auch nur eine mitnehmen, vor allen Dingen. Ja. Okay. Und meine Zelle werden durchsucht. Ich habe auch gehört, es soll praktisch sein, wenn man sich doch längere Zeit in Haft stecken lässt. Also solange halt mein Lüftungsschacht unangegriffen davon bleibt, ich mir jetzt relativ. Dann sage ich, okay, komm, lass ich mich mal ganz kurz in Haft stecken. Und im Tisch die erlaubten Items sind ja auch dann nicht weg. Weil angeblich, ich guck mal gerade hier rein, angeblich soll man hier auch irgendwie ausbrechen können. Sehe ich aber nicht. Aber jetzt aktuell nicht. So. Das werde ich gleich wieder gesehen von der Kamera. Oder auch nicht. Ich habe hier nicht so ganz, wie das immer funktioniert. Ist ja auch egal. Was ich jetzt aktuell suche, warum ich gerade übrigens auch hier hingeblieben bin, ist halt nochmal dieser komische angebissene Donut. In Hoffnung, dass der irgendwas... Hier. Dodo Donut. Was ist das? Penarium Fass. Penarium sagt mir auch halt nichts. Browser. Moment. Penarium. Gut. Barrel. Warte mal. Tipidium was first seen the Escapes Team DLC. Okay, das ist also schon veraltet. Opening by 15. The console. Okay, hier werde ich auch nicht ganz laut raus. Deswegen nutze ich auch immer ganz gerne den Translator. Moment. Übersetzer. Ja. Gut, das hilft mir auch nicht weiter. Penarium fast. Ja. Das heißt, ich kann es nur mitnehmen. Kann ich nicht. Ja, keine Ahnung. Ist halt ein Fass. Schlaftabletten. Ja, hier Pfefferminzbonbons. So, und der Donut. Der Donut ist besser. Es ist halt immer noch die Frage nach Schokolade. Und vor allem muss ich dann für die Schokolade auch erstmal noch mich wieder hochpowern, damit ich sehe, ob das halt den Wert bringt, den ich brauche. Wie gesagt, das ist jetzt hier reines Herumexperimentieren, reines Herausfinden, ob und wie schnell gerade mal das wieder runtergeht. Der Wert hier. Jetzt muss ich eigentlich machen. Schnell, 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 schnell. Natürlich keine Schokolade. Okay. Ich muss halt wirklich gucken, dass ich Schokolade kriege. Wie ist eigentlich relativ? Hauptsache ich krieg sie. Und wie gesagt, ja, es war ein bisschen blöd, dass ich halt Müdigkeit auf 80% hatte. Das heißt, ich muss beim nächsten Mal gucken, wenn ich den Ausbruch mache, dass ich dann keine Müdigkeit habe, weil dann hätte der Ausbruch
zu 99%iger Wahrscheinlichkeit geklappt, weil ich dann ja mich auf der anderen Seite schon rausgeschaufelt hätte. So, weil einfach weil er liegt. Wow. So. Wie gesagt, ich habe ja die drei Schlüssel, ich habe die Schaufel. Jetzt kurz anüberlegen, dann hätte ich noch die Schokolade und den Löffel, den etwaigen. Als Versicherung dafür, dass ich dann doch nochmal, na sag mal schnell, Backup habe zum Schaufeln. Gut, der kann ich jetzt nicht machen, leider. Das heißt, ich muss einfach mal abwarten. Was bietet er denn an? Oha, ich bin bei 45 bei ihm. Das ist nicht gut. Da muss ich ganz schnell was ändern. Und ich sehe gerade, ich habe wieder mal die Situation, dass nur einer mit mir handeln tät. So. Ich bleib dabei, ich finde immer noch lustig, dass okay, der hat das und der hat das. Der hat natürlich Aufmerksamkeit gekriegt, weil ich den einen hochgehoben habe, weil ich nachgucken musste und wollte, was er hat. Ne? So, jetzt gucke ich mal hier. Okay, hier war ich schon in einem der Räume. Guck mal hier unten am besten rein. Zweimal Hühnchen. Okay, daran stört sich auch keiner. Okay, dann kann ich auch die legitimen Sachen einfach rausschmeißen. Na, die Pfeile lasse ich lieber drinne. Alles, was halt erlaubt ist, schmeiße ich jetzt einfach hier auf den Boden. Dafür kriege ich ja keinen Ärger. Und ich kriege halt vielleicht schneller und besser neue Sachen hier rein. Klar, sieht ein bisschen chaotisch hier auf der Karte aus. Nein. Aber immerhin. So. Und die Sachen, die nicht erlaubt sind, die spiele ich einfach dem Klo runter, genau. So, dass wir erstmal auf die Lösung kommen. Ja. Aber nein. Moment. Kurz hier nochmal reingeguckt. Hier war doch auch noch. Nee. Ich glaube, da bin ich in der falschen. Aber hey. Hm. Aber hey, ich kann doch hier. Ach Gott, das will ich mitdenken. Nur einmal. Mit Profis arbeiten, ne? Okay, das Ding kommt auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo was ablegen möchte, wo schon was liegt. Muss ich jetzt mitnehmen, einfach aufs Prinzip. Und muss gucken, dass ich das schnell irgendwo runterspüle. Deswegen haben wir diese große Kurve gerannt, hier reingeräumt. Nein. Ich bin im Moment zu auffällig und das ist das Problem, dass ich dann auch gerne mal zu lang gepoxt werde dann. Okay. So. Hier liegt auch eine Menge herum. Leute, räumt doch lieber mal auf, anstatt mich zu verfolgen. Nein? Nicht? Okay. Kann ich mitleben. So, ich glaube, ich habe jetzt den Stand wieder erreicht, wo es dann relativ ist. Oder? Ja. Gut. Dann kann ich jetzt nochmal hier reingucken. Das war der leere Tisch. Abendappell. Ah, dann gucke ich nochmal hier schnell rein. Ganz schnell. Komm, komm, komm. Erlaubt, 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 erlaubt. So. So. 78 Auffälligkeit und dann einfach mal hier ganz normal Tag, ne? Inspizieren. Nicht meine Zelle, gut.
Aber so seht ihr, so kann man das natürlich auch machen. Alles, was erlaubt ist, einfach sagen, okay, nehme ich raus, lege ich auf den Weg. Und alles, was nicht erlaubt ist, okay, Toilette. Und da ich halt sowieso ein bisschen. Huch, ich habe mein Schweißtuch mit nach oben genommen. Passiert mal. Ach, okay, es ist schon. Oh Gott, ja, okay. Der Tag ist gelaufen. Wir speichern mal wieder, ausnahmsweise. Und der ganze Flur ist aufgeräumt. Sehr schön. War ich mal ganz kurz in Erfahrung. Ah, doch, nicht der ganze. Okay, ich kann auch bei den anderen in die Zellen zum Beispiel. Ja, okay, die räumen gerade ein bisschen auf. Das ist also doch nicht so, dass es einfach liegen bleibt. So, für den Test hole ich mir die Schokolade. Das heißt aber natürlich, muss ich jetzt noch mal richtig ackern. Sonst habe ich keinen Vergleichswert. Ah, Leute. So kann es kommen. Na gut, die 15. Obwohl, die 15 habe ich schnell wieder drinnen, ne? Was schön wäre, wenn ein dritter Teil käme. Also ich würde den zweiten auch übrigens Let's Playen. Aber wenn der dritte Teil kommt, wäre auch schön zum Beispiel, dass man Geld in Tischen finden kann. Dass man quasi sagt, okay, ich ergaune mir ein bisschen Geld. Wäre ja nicht mal so abwegig, ne? Toll, jetzt hätte ich Schokolade hier bei ihm gehabt, ne? Ah, komm. Zweimal Schokolade. Dann kann ich eine sogar zurücklegen. So muss ich denken. So und nicht anders. Okay, das ist sogar eigentlich richtig schlau, wenn ich mal so überlege. Das ist gar nicht mal so blöd. Ich nehme einfach die zweite Schokolade als Backup. Cool. Ich habe Vorbereitung gemacht, Leute. Ja gut, ist semi-praktisch, aber hey, es ist, wie es ist. Und so ist es halt. Jetzt das Problem. Obwohl Henry ist wieder mit mir auf Tuchfühlung. Also der sagt sich ja, okay, wir kumpeln. So mehr oder minder, ne? So, da ist keiner. Schnell die Flecken nicht drum kümmern. Scheint besser. Könnten hier nicht einfach mal mehr Flecken sein, dann müsste ich auch nicht so lange herumrennen. Müsste ich auch nicht so lange herumrennen. Aber gut, sie sind immerhin an der immer selben Stelle. Das ist halt auch angenehm. So. Nochmal hier schön lernen. Das zieht nämlich auch immer schön an Energie. So. Und Intelligenz muss ich so oder so pushen. Ah, sogar voll jetzt. Bitte lass hier unten. Ja. Gut. So, dann kloppe ich mich hier noch durch. So, und jetzt nutze ich eine Schokolade an mich selber. Ich bin 145, das heißt, die ist eigentlich sogar ganz gut. Es war nur schade, dass es nur so wenig macht, aber danach regeneriert es sich ja auch ganz gut. Ja gut, nehme ich die mit. Ich muss noch mal in der Aufnahme gucken, vielleicht habe ich mich auch falsch geguckt. Nämlich falsch geguckt, ne? Ich kann ja noch mal gucken. Natürlich. Natürlich. Es muss natürlich jetzt hier einer links gehen, ne? Und ich denke wieder daran, nicht die Tische ausräumen. Was bin ich denn für einer? So, alles, was ich jetzt nicht brauche. So, 28. Okay, die Keule bringt mehr. Die bringt exakt 10. 15. Bonsche bringen 5. Okay, also die Keule bringt mehr, das bringt 10. Das heißt eigentlich. Eigentlich würde ich eine Hühnerkeule dann bevorzugenderweise mitnehmen, oder wie? Ja, warte mal.
Ich nehme nochmal die Schokolade mit, scheiß drauf. Muss ich halt nochmal eine Schokolade finden, ist halt halb so schlimm. Aber mir ist wichtiger, dass ich das nochmal kurz überprüft habe. Und das halt, bevor ich die Aufnahme hier fertig habe. Wobei, das ist auch Blödsinn. Ich gucke gleich einfach in die Aufnahme nochmal rein. Und dann sehe ich ja. Das heißt, Schokolade wieder zurückpacken. Und jetzt weiter hier die Tische durchforsten. Sofern hier nicht welche langen Dackeln. So. Jetzt mache ich das halt wirklich richtig akut, die ganzen Sachen immer hier beiseite legen, um halt noch mehr rauszufinden. Halt auch in der Hinsicht, dass ich dann... ...noch mehr Sachen finden kann. Ach, jetzt fange ich auf einmal an, mit rechtsklick auch den Tisch anzusteuern, das ist halt nicht gut. Linksklick zum Öffnen, rechtsklick zum Ablegen. So muss ich halt denken. Und das ist halt, wenn man dann noch parallel was anderes versucht, etwas schwierig. So, aber ihr seht ja, es wird immer mehr hier auf dem Flur. Das heißt, ich habe auch immerhin schon mal ganz gut angefangen auszuräumen. Da ist noch Schokolade, dann kann ich es noch mal testen. Dann ist alles andere jetzt gerade mal relativ. Dann teste ich lieber noch mal. Das heißt, jetzt erstmal Abendessen, dann mich noch mal kurz verausgaben und dann kann ich noch mal genauer gucken, was die Schokolade bringt und ob es sich lohnt. Apropos Schokolade, ich sollte, glaube ich, nachher mal ein bisschen was naschen. Und vor allem sollte ich gleich mal Ring fit machen, weil ich habe heute einen Großeinkauf gemacht, also gestern von der heutigen Folge aus gesehen. Und ja, als wäre das nicht schlimm genug, da ich halt den Großeinkauf gemacht habe und da sowieso schon verschwitzt war. Ja gut, ich verbrenne halt auch ordentlich Kalorien dadurch, ne? Habe ich mir dann gedacht, okay, komm, quäl dich halt noch mehr, verbrenne noch mehr Kalorien und mach halt noch Ringfit heute mal. Kappa. Na gut, ich muss das machen, weil ich habe mir selber geschworen, ich mache alle 2 Tage Ringfit. Egal was kommt, egal was gerade ist. Und wenn der Weltuntergang wäre, scheiß drauf. Alle 2 Tage Ringfit. Ne? Und ich ziehe das durch. Sonst sehe ich schon kommen, dass mir wieder meine, ach so, liebe Freundin, vorhält. Ja, aber du hast doch gesagt, du machst Training. Okay, 38, 8 weg. Sind wir bei 20. Nein, warte, sind wir auch bei 30. Bei 23 sind wir bei 7. 7 und 7 sind 14. Ja, sind 15. Ja, dann ist doch die Schokolade das Beste. Was laber ich dann? Schokolade ist das Beste. Auch wenn ich gerade mit der Mathematik ein bisschen durch den Dreh kam, aber Schokolade ist das Beste. Das heißt, eigentlich müsste ich sogar... Oh, wie mache ich das denn ganz gescheit? Da hinten hinrennen, Schokolade hinlegen, mir jetzt eine 2. Schokoladentafel holen als Reserve. Ist das sinnig? Oh, ihr merkt gerade, es ist halt... Denk halt mal nach und versuch dann gleichzeitig noch irgendwas herauszufinden, was du machen willst. Jedenfalls brauche ich definitiv eigentlich 2 Schokoladen. Das heißt, ich brauche den Löffel theoretisch nicht. Weil ja halt die Schokolade mich wieder so leer pusht von der Menge her, was ich brauche. Ja, dann kann ich den Löffel liegen lassen. Dann habe ich ja 2 Schokolade mit. So gesehen.
Na, ich suche jetzt noch eine zweite Schokolade ganz auf die Schnelle. Und guck, da ich hier weiterhin die Fächer freimache. Schon von dem, was ich ablegen darf. Das andere muss ja den Klo runterspülen. Der hat das Klo. Okay, das sieht hier halt wirklich schon aus wie eine Pseudomüllhalde, sag ich jetzt mal. Aber hey, so kriege ich immerhin, wie gesagt, ganz schnell ganz viele neue Items in die Tische reingewürfelt. Und wenn ich halt auch parallel nichts ablegen muss, kann ich das zum Beispiel auch noch schneller durchprüfen, die ganzen Tische. Das Wichtigste, ich darf mich halt bloß nicht von irgendwelchen Wachen oder ähnliches ertappen lassen, wenn ich hier gerade einen Tisch durchsuche. Weil dann habe ich ganz schnell wieder die Aufmerksamkeit auf mir. Okay, hier muss ich ein paar Mal spülen. Also einmal was wegspülen. So, und gucken, dass ich hier weiter die Tische überprüfe. Ja, und das ist das, was ich meinte. Jetzt war ich leider zu unvorsichtig und zu vorschnell. Hier auch wieder. Ja, und dann werde ich direkt bei der Suche unterbrochen. Oh! Nimm mich auseinander und nenn mich Hennel. Was ist denn das? So, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht nochmal passiert. Gut. Klar, laufe ich gerade irgendwo drüber. So. Na, okay. Einmal schnell kann ich den hier noch unten wegräumen. So, jetzt liegt hier einiges herum und ja, ich glaube, ich nehme den morgigen Part gleich mit auf. Ich mache das jetzt noch so weiter. Ich will mal ganz kurz gucken, da ich ein bisschen Ordnung nicht schaffe, aber halt so ein bisschen mir das besser zuordne. Okay, gut. Aber zumindest, ja, ich muss sogar eigentlich, nee, ich muss jetzt erstmal gleich ringfit machen, sonst kriegen leider Gottes einige Menschen hier in Kollaps, nämlich meine Nachbarn unter anderem auch. So, wie dem auch sei. Wir speichern mal, ne? So, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen, bedanke ich mich natürlich erstmal fürs Dranbleiben. Würde sagen, wir sehen und hören uns einfach morgen im Part wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Sas. Haut rein und ciao!